So, guten Abend, herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz Icefighters Leipzig gegen die Moskitos aus Essen. War ein spannendes Spiel, sehr abwechslungsreich mit einer Fast-Niederlage unserer Gäste. Wir hätten uns die 3 Punkte heute gern gegönnt. Vielleicht, Frank, ganz kurz mal aus deiner Sicht. Wir haben beide Mannschaften ein bisschen holprig angefangen. Ihr hattet im ersten Drittel dann doch 2 Tore und wir haben uns ein bisschen schwer getan. Aber ab dem zweiten Drittel war von Unterschied in der Tabelle zwischen 2 und 7 nicht viel zu erleben. Ja, schönen guten Abend erstmal. Schönen Dank für die Gratulation erstmal. Holprig weiß ich nicht. Ich habe es von der ersten Minute an gesehen, dass es ein sehr, sehr gutes Eishockey-Spiel war. Ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Das hatte mit holprig nichts zu tun. Ich denke, wir hätten im ersten Drittel ein oder andere noch machen können. Haben es nicht gemacht. Und das ist das Problem. Wenn du die nicht machst, die Chancen, dann kommt der Gegner. Und wie schwer das in Leipzig ist zu spielen, das haben wir ja heute auch nicht nur heute gesehen. Das sehen wir ja immer, wie schwer das ist, in Leipzig zu spielen. Es ist ja bei der kleinen Eisfläche ist das Eishockey was ganz anderes, als wenn du auf einer großen Eisfläche spielst. Das sind gewisse Laufwege, gewisse Ebenen da auf dieser Fläche, die haben wir halt nicht drauf. Dafür hat Leipzig Nachteile bei den Auswärtsspielen, weil die nicht so oft darauf trainieren. Das ist einfach so. Aber und dann die Zuschauer heute, wie das sage ich ja jedes Mal, wenn ich hier stehe. Ich glaube, die haben ja nie aufgehört, die Mannschaft zu unterstützen. Das ist ja extra Lob. Ich meine, wird der Trainer wahrscheinlich auch machen. Er kennt es ja nicht anders, dass die 60 Minuten oder 65 Minuten hinter der Mannschaft standen. Das war ja brutal. Am Ende haben wir die Chancen ausgelassen. Hätte noch der Schuss nach hinten losgehen können. Ich denke, beide Trainer haben ein sehr intensives, gutes, schnelles, körperbetontes Eishockeyspiel gesehen. Ich glaube, wir sind uns auch beide einig, haben es gerade ganz kurz gesagt. Es ist immer schade, dass das Eishockey in dieser Liga wird immer besser und die Schiedsrichter kommen einfach nicht mehr mit auf beiden Seiten. Das ist traurig, dass man immer darüber reden muss und immer wieder neu. Ich glaube, er hat sich bei 20 Situationen gewundert. Ich habe mich gewundert. Man weiß gar nicht mehr, was man da machen soll. Das ist halt für Willkür wieder entschieden wird. Das hat auch nicht so viel unbedingt am Schiedsrichter. Auch die Linesmen, die waren nicht auf der Höhe. Ja. Ich habe ein sehr gutes Spiel gesehen. Wir haben jetzt den 7. Sieg in Serie in der Runde. Aber Tabellensituation, ich denke, Leipzig, wir können das ausrechnen, gegen wen die spielen. Und dann denke, bin ich mir sicher, die kommen locker durch die Pre-Playoff. Und dann wird es schwer, gegen die zu spielen. Wir wollen nicht gegen Leipzig spielen. Oh, das ist ein großes Kompliment. Ja, Frank, ich habe mir mal so die Aufstellung gesehen, also die waren ja überall auszulegen. Also bei uns so viel ein Spieleranteil und Essen so viel. Also insofern war das heute für uns ein Punktverlust. Für euch ein Punktgewinn, für euch ein Punktverlust? Ja, du musst die Tore machen. Ja, Spielanteil ist alles schön, Schüsse aufs Tor, Chancen, das zählt alles nicht. Du musst final die Tore machen. Und wenn du die Tore nicht machst, verlierst du auch Selbstvertrauen. Klar, machen wir überlegen. Aber es ist so. Dann geht der Schuss auch nach hinten. Gestern Dortmund gegen Leipzig Fußball. Habt ihr auch gesehen. Kannst du auch einen Punkt abgeben, weil Dortmund auch überlegen. Aber ist so. Du musst die Chancen auch verwerten, sonst müsstest du die Chancen machen. Und wir haben es clever gemacht und ich denke, beide Trainer, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Spiel. Das ist kein Sieg in Selbstverständlichkeit und hier in Leipzig schon gar nicht. So, großes Kompliment, Dankeschön. Dafür gibt es bei uns auch immer einen großen Applaus. Guten Abend. Hallo erstmal. So, Sven, 2-mal Penalty schießen, 2-mal knapp verloren. Wie sehr ärgert dich das heute am Sonntagabend? Also wir hatten, Frank wird es gleich erschufen, aber wir hatten ja Essen wirklich am Rand der Niederlage. Ja? Das hätte heute richtig klappen können mit 3 Punkten. Jo, erstmal hat Frank fast schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Es war wirklich ein sehr, sehr schnelles, hartes, intensives Spiel, wo ich im ersten Drittel Essen vorne gesehen habe. Aggressiver, schneller, ein bisschen wenn so Pressschläge sind oder wenn die Scheibe abgefälscht wird oder so, dieses Umschalten, dieses Schnelle. Das spielt Essen schon auf einem verdammt hohen Niveau. Da haben wir im ersten Drittel noch Probleme gehabt, weil wir ohne Scheibe nicht genug gelaufen sind. Und dann ab dem zweiten Drittel war es Augenhöhe und am Ende musst du eigentlich, das ist das Gleiche wie am Freitag in Halle, am Ende musst du, wenn du noch mit Überzahl das Drittel beendest und auch mit Überzahl in die Verlängerung reingehst, du musst da verdammt nochmal das Tor machen. Aber ich würde sagen, wir heben uns das auf für die Playoffs. Nächstes Spiel Essen. Ansonsten 2 Komplimente. Eins hat der Frank wieder schon vorweggenommen. Fans, das macht einfach Spaß. Das ist einfach wirklich geil und das hilft ungemein. Und ganz großes Kompliment natürlich auch an meine Truppe, die einfach nie aufhört und die nie
nie zurücksteckt, sondern immer weitermacht und immer weiter arbeitet. Und deswegen macht richtig viel Spaß, habe ich hier schon ab und zu mal gesagt. Macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, und wir werden weiterarbeiten. St. Pauli. Immer im Abschluss, das ist das, was sich so wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Die Ice Fighters immer vorne dabei, aber am erfolgreichen Abschluss klappt es nicht, auch beim Powerplay. Das war so ein bisschen heute noch der Knackpunkt, der uns vielleicht einen Sieg gekostet hat. Ja, da sitzt einer, der uns fehlt. ich glaube, wir spielen das besser, als unsere Statistik das aussagt. Ich glaube, dass viele Sachen nicht so schlecht sind. Wir sind halt im Abschluss ein bisschen... bisschen zögerlich oder ein bisschen, da fehlt manchmal der Glaube von dem Spieler, der den Schuss nimmt. Und gibt so zwei, drei Situationen schon im ersten und zweiten Drittel, wenn du siehst, dass du Überzahlsituationen, also jetzt aus dem Spiel 5-5, wenn du 3 gegen 2 läufst oder 4 gegen 3 läufst, und dann kommt der finale Pass nicht genau auf den Schläger, oder dann kommt er auf den Schläger, und bis wir das Ding annehmen, um abfackeln, das dauert einfach ein bisschen. Und da müssen wir einfach dran arbeiten, dass... Hilft nicht, wir müssen da noch schneller und noch aggressiver werden. Und ein guter alter Spätzel hat mal von mir gesagt, du musst das Tor schießen wollen. Und da fehlt manchmal noch so ein bisschen der Biss. Aber nochmal, ich mag überhaupt nicht schimpfen jetzt nach dem Wochenende. Wenn man zweimal zurückliegt und zweimal so zurückkommt, dann habe ich gerade auch in der Kabine gesagt, dann spricht es viel für die Moral, für den Charakter und die Leidenschaft, die in der Truppe steckt. Und deswegen, alle gut. Noch eine letzte Frage. Esbjörn, der geht ja straff auf die Rente jetzt zu, aber der springt ja auf dem Eis wie ein 20-Jähriger rum. Wie wichtig ist, dass der Spieler wieder da ist, und der hat ja wieder ein Riesenmatch gemacht? Es ist natürlich wichtig, dass er wieder da ist. Bringt unheimlich viel Routine, und vor allen Dingen sieht er auch Situationen, die andere erst eine halbe Stunde später sehen, wo er sich dann nach vorne in den richtigen Augenblicken mit einschaltet. Nichtsdestotrotz braucht Esa jetzt auch noch, das war jetzt sein zweites Spiel, und der braucht schon noch ein, zwei Spiele, damit er wieder ganz der Alte ist. Merkt man gerade defensiv noch, weil da muss er natürlich als Verteidiger auch eine Menge arbeiten. Aber wir sind froh, dass er wieder da ist, und wir hoffen mal, dass der Ian bald zurückkommt, und über Eichi mag ich gar nicht mehr reden. Wird Zeit, dass der auch irgendwann mal die Krücken weglegen darf. Und dann, ich meine, wir haben jetzt das Wochenende zum ersten Mal wieder 16 Mann gehabt, und mit 16 Mann kannst du halt auch richtig radeln und richtig Gas geben, und ich hoffe mal, dass das so ein bisschen so bleibt. So, Dankeschön an beide Coaches. Ganz wichtiger Hinweis, wir wechseln jetzt den Tag. Wir sind am Freitag dann zu Hause, 20 Uhr gegen die Crocodiles aus Hamburg. Wieder gefragt, wie sieht es bei euch aus, wo geht's hin? Der nächste Gegner ist? Uwe, sagst du? Duisburg-Freitag, ja. Die haben wir dann in 14 Tagen am Freitag. Dann drücken wir euch ganz fest die Daumen, und möge dein Wunsch nicht in Erfüllung gehen, dass wir uns in dieser Saison nicht mehr sehen. Ich weiß, dass du nicht willst, das ist mir völlig klar. Dankeschön, es hat Spaß gemacht, heute euch zuzuschauen. Eine gute Heimreise, wird ein paar Stunden dauern, und bis bald. Dankeschön. So, euch auch einen schönen Abend, bis nächste Woche Freitag.